Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einem neuen Guild Wars 2 Video. Diesmal zeige ich euch mal wieder einen Champion. Und zwar ist der hier mitten in den schneekuhlen Höhen. Was heißt mittendrin? Eigentlich mehr so im Norden, beziehungsweise genauer gesagt im Nordwesten. So, und den machen wir Platz. Das ist hier der Motenier-Anführer, also ein Champion. Fuck. Ja, das war vielleicht nicht so intelligent. Also ein Champion, und zwar der Anführer der Zentauren, die hier leben. Und den machen wir gerade Blatt. Das ist hier ein kleines Event. Da sind jetzt auch schon einige Leute dabei. Der Kerl hat es auch ganz schön auf dem Kasten. Hier kommen auch immer mal wieder ab und zu mal Veterane. Also, wie heißen sie? Zentauren, Veteranen. Oder auch normale Zentauren. Normalerweise ist das, also eigentlich ist es nie nur der Champion hier, sondern immer noch seine ganzen Mobs dabei. Und wir hauen hier jetzt einfach gerade fett drauf. Ist jetzt auch nicht sonderlich schwer mit so vielen Leuten. Das ist ja bei den Champions oft so. Wenn man mit wenigen Mann da ist, dann ist es schwer. Und wenn man mit vielen Mann da ist, wie in diesem Fall, dann ist es eigentlich relativ einfach. Auf jeden Fall ist es dann zu schaffen. Leck mich doch, ey. So. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, ja. Das hier ist, also für die Leute, die immer meine Videos schauen, ich bin mittlerweile jetzt auf Stufe 44. Angelangt, konnte in letzter Zeit nicht so viel zocken. Und das hier ist aber ein, naja, niedrigeres Gebiet für niedrigere Level. Geht bis 25, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht auch ein bisschen höher, vielleicht bis 30. Ne, ich glaube bis 25. Und genau auf dem Level ist auch dieser Champion hier jetzt. Und ich werde eben runtergestuft auf 26. So, jetzt zeigen wir dem mal, wo der Hammer hängt. So, damit ist der Kerl dann auch so gut wie erledigt. Na, komm, fall um. Perfekt. Und da habe ich auch direkt noch eine Fertigkeit erlernt. Denke ich, habe mir mal einen Kriegshorn angelegt und das habe ich bisher noch nie benutzt. Ich habe bereits bei allen Waffen alle Fertigkeiten freigeschaltet, außer bei dem Kriegshorn, denn das habe ich bisher noch nie benutzt. Aber gut, jetzt habe ich es mal benutzt. Bekommen habe ich jetzt nichts gerade. Nö, gut. Das war's damit mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde mich sehr freuen. Und ihr werdet auch in Zukunft weitere Events und Champions von mir sehen, die ich dann mit meinem Necro oder mit irgendwelchen anderen Charakteren lege. Wie gesagt, hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.